Jörg Wöbbekin schlurfte durch die leeren Gänge. Er war ein Mann von 64 Jahren, der Probleme mit dem Sehen hatte. Auf dem rechten Auge schielte er, auf dem linken lag seine Sehkraft bei nur noch 20%. Daran hatte er sich gewöhnt. Es störte ihn kaum noch. Seine Tätigkeit war von der Art, dass es auf genaues Sehen nicht so sehr ankam. Als Nachtwächter saß er meist an der Pforte, strich ab und zu seinen grau-weißen Haarschopf nach hinten und musste nachschauen, ob auch überall in den Räumen das Licht ausgelöscht war. Wenn er seinen Geldbeutel in die Hand nahm, um sich einen Kaffee aus dem Automaten zu ziehen, kam ihm manchmal der Gedanke, dass er doch besser Direktor oder Präsident hätte werden sollen, wenigstens Hochschulpräsident. Das klingt doch noch was. Wöbbekin kam am Kaffeeautomaten vorbei, warf ein Euro-Stück ein und zog sich einen schwarzen Kaffee in einem Pappbecher. Er nahm einen Schluck und betrat den Gang, der zum kleinen Hörsaal 3 führte. Dort war er noch nicht gewesen. Er schaute auf seine Uhr, kurz nach Mitternacht zeigte sie, da war Ruhe im Karton. Als er aufschaute, musste er blinzeln. Dort vorne fiel da nicht ein schwacher Lichtschein unter der Tür hervor. Hatte mal wieder irgendein siecher Professor das Licht brennen lassen. Der Nachtpräsident Wöbbekin zögerte keinen Augenblick und schritt aus. Als er vor der Tür des Hörsaals 3 stand, hielt er inne. Seine Ohren waren im Gegensatz zu seinen Augen vollkommen intakt und er hörte ein leises Summen. Fand hinter dieser Tür ein exklusives Experiment mit Bienen oder anderen Insekten statt? War er einer geheimen Verschwörung von Greenpeace-Aktivisten auf die Spur gekommen? Jörg Wöbbekin dachte keinen Moment daran anzuklopfen. Er griff zur Klinke und öffnete vorsichtig die Tür. Was seine Augen sahen, war grauenhaft. Der fast noch volle Kaffeebecher löste sich aus seiner Hand und fiel zu Boden. Die schwarze Flüssigkeit breitete sich als Lache zu seinen Füßen aus und Nachtpräsident Wöbbekin musste sich am Türrahmen festhalten. Das war der Anfang. Ja. Mehr davon am 27. März bei Volker Rebells rebellischer Bühne in Offenbach. Dazu spielt das Hüb Dutch Duo, ein Swing-Duo aus Heidelberg. Gut, oder?